Hallo und herzlich willkommen zurück zu Vampires The Masquerade Bloodlines. Wir sind hinten rausgekommen. Verrückt. Komme ich jetzt wieder da, wo ich hin will? Ich weiß es nicht. Hä? Naja, gut, wir werden mal irgendwie hier lang gehen. Ja, mal gucken, wo wir ankommen. Ich werde mal jetzt mir auf die Karte angucken. Das Glaze wird es aber nicht doch verzeichnet. Tatsache, ist hier nicht drauf. Doch, das Glaze war drauf. Die Frage ist, was mache ich als nächstes? Kamikaze Zen, das wäre wieder am Anfang. Aber ich habe jetzt volles Blut. Deswegen wäre das vielleicht gar nicht so verkehrt, das zu versuchen. Und einfach mal zu schauen, was da auf mich zukommt. Ich meine, ich habe, wie gesagt, sehr viel. Ich kann Verdunkeln einsetzen. Das ist auch nicht schlecht. Hä, Alter? Achso, ich muss hier lang. Das Glaze müsste hier irgendwo sein. Das ist das Glaze, glaube ich. I think so. Ja. Aber wir werden jetzt erstmal versuchen, den letzten Hub zu aktivieren. Mann, geht mir aus dem Augenblick hier, du Arsch, du. Mann. Okay, es ist Kamikaze Zen. Ich weiß nicht, was mich da jetzt erwartet. Ich habe das nicht mehr auf dem Schirm. Wir speichern einfach mal. Und wir gehen mal rein. Ich meine, was soll passieren? Und ich glaube, ich darf mich hier auch nicht aufhalten. Ne? Also, wenn die mich sehen, ist es ungut. Auf dem schon mal nicht. Hä? Ich muss das halt. Das ist tatsächlich eine sehr nützliche Sache. Oh nee, Alter. Okay, er hat auf mich geschossen, das heißt, ich kann ihn töten. Oder? Weil ich glaube, die sind jetzt nicht benommen oder so. Okay. Der wollte mich wegschlitzen. Was ist das hier, Alter? Ist das ein Butterfliegenmesser? Nee, das ist irgendein Talisman oder so. Was ist das? Was habe ich denn jetzt aufgenommen? Ich hab keine Ahnung. Das hier? Keine Ahnung. Hey. Nee, das hatte ich vorher schon, ne? Okay. Cool. So, gucken wir mal. Strom. Nee, wir gucken erstmal Status. Status 1. Nochmal cool. Wenn wir mal Strom schauen, dann müssen wir natürlich ein Passwort eingeben. Und geben Hooligan ein. Virus aktiviert, System wird heruntergefahren. Oh, ich habe 10 Minuten Zeit. Ach du Scheiße. Oh, da war noch mehr. Shit. Hooligan, System XXX, Geschenke. Oh. Als Belohnung für deine Hilfe findest du einen mächtigen Gegenstand in deiner Nähe. Toll, danke. Hi schon. System XXX. Stromversorgung offline. Schön. I like it. Das ist nämlich dann, dass ich da durchkomme, aber wir werden uns natürlich trotzdem hier alles angucken. Weil es kann natürlich sein, dass hier noch irgendwas ist. Weiß ich ja nicht. Nee, ist nichts. Okay. Mann, jetzt geh durch die Tür. So, jetzt wollen wir wieder raus natürlich. Ist klar. Oh, der ist aber on fire hier. Ich weiß halt jetzt nicht genau, wo ich hin muss. Alter, jetzt schießt der auch auf mich.
Ruhe. Das töte ich dir ja alles, so doof. Das wollte ich doch nicht. Aber gut, da. Shinto X. Ja, und was bringt ein Shinto X? Jetzt muss ich hier gucken, oder was? Okay, ich verstehe. Achso, Passwort ist korrekt, gut. Eins. Ja, ich habe den verdammten Zugangscode hinten im Serverraum verloren. Kannst du ihn neu schicken? Bla 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 bla. Okay, nächste. Zwei. Was für ein Quatsch, als ob ich jemals bei der Überkanone campen würde. Red mal mit deinem Freund Numnuts darüber. Numnuts. Skatmuffin. Okay. Muss ich jetzt hier alle durchsuchen? Ich bin mir nicht so sicher, ehrlich gesagt, aber ich werde das mal einfach tun. Kann nicht verkehrt sein, wenn man hier alles... Oh, guck mal, da ist ein Geheimweg. Das ist cool. Okay, hier kann man gar nichts machen. Cool. Ernsthaft, ich muss... Oh, leck mir doch die Nüsse, ey. Na gut. Ja, korrekt. Eins. Du blöd? Wie oft muss ich dir schicken? 4567. Ja, danke schön. Dankeschön. Okay. 4567. Das ist natürlich der krasseste Code, den ich jemals gelesen habe. Da kommt doch niemand drauf. Ich werde auch hoffe genug Zeit haben. Ich weiß gar nicht, ob das passt, wenn ich überall reingehe. Oh, das ist ja ein schöner Raum hier. Du guckst dir an. Privat. Passwort für Zugriff auf dieses... Ja, ich mach kein Ding. Was haben wir denn jetzt hier? Manifest 1. Manifest 1. Kann ich leider nicht alles lesen. Oh, wie habe ich gelitten, die Gefühle sind bla 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 bla. Okay, dann haben wir... Manifest 2. Ist intelligent so ein seltenes Gut? Bla 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 bla. Okay, da steht aber glaube ich auch nichts. Da steht nichts Interessantes drin. Das ist natürlich ärgerlich. Ja, hier. Mach ich. Ich habe jetzt nur 6,5 Minuten. Fick dich. Fick dich. Sogar fette Sekretärin gespuckt auf deinen Kopf. Mhm. Und ich mach dich heute Abend bei Slaughter Grudge alle. Hörst du? Fick dich. Shinto X, Junge. Was ist mit dem los? Gib es doch einfach auf. Dein Gefasel hilft dir nicht, wenn ein Warbringer in deinem Schädel steckt. Leg dich nie mit dem kleinen Todesgurgeln an. Alles klar, Alter. Der geht ab. Vier, fünf, sechs, sieben. Fuck. Achso. Wir tun zumindest so, als ob wir noch versuchen wollen zu schleichen. Achso, gut, muss ich hier gar nicht. Alles klar, hier ist der Serverraum. Netzsicherheit. Passwort. Wir hacken uns hier einfach überall rein. Okay, das funktioniert nicht. Tresorraum. Nippel irgendwas. Entriegeln. Jetzt will ich natürlich das erste auch noch haben. Dafür werde ich jetzt mal ein bisschen Blutmacht gönnen. Netzsicherheit. Mal gucken. Ne, das hilft auch nicht. Shit. Okay. Das hilft mir hier nicht. Wir gucken mal, was hier noch ist. Das ist das gleiche wahrscheinlich. Vielleicht klappt es aber hier und der ist nicht so krass. Okay, scheint nicht zu funktionieren. Schade. Gut. Dann nicht, dann gehe ich jetzt wieder. Tschüss. Ist das hier der Tresorraum, Alter? Ist das nicht der Tresorraum? Hä, wo muss ich denn jetzt hin? Hä? Was soll ich denn jetzt machen, Alter? Hier ist doch ja nichts. Oh. Ich hab was aus dem Safe gestohlen. Krass. Ja, und wie... Warte. Muss ich hier irgendwas machen an den Servern? Nee. Ja, oder doch? Muss ich Netzsicherheit machen, weil irgendwie... Oh. Mann, ja, ich hab mich vertippt.
nicht richtig. Mann, Alter, ich komme hier jetzt mit Netzsicherheit. Ich komme nicht rein. Ich glaube, das muss ich machen, sonst geht das hier nicht. Scheiße. Aber warum ist er... Wie viele Punkte habe ich? 7. Ich glaube, das bringt mir tatsächlich absolut gar nichts für irgendwas. Warte mal, was brauche ich denn für Hacken? Geistesschärfe brauche ich aber 8 Punkte, ne? Fuck. Ah, Geistesschärfe. Ärgerlich. Was macht Blutmacht? Er geht hacken. Das ist für Schlösser knacken. Die ist gar nicht für das Hacken. Sicherheit ist auch nicht hier. Mann. Gibt es nur die beiden Werte? Och Mann, ey. Ein fucking Punkt fehlt mir. Das ist so unglaublich. Ich komme da halt nicht rein, ne? Ich kann es jetzt ganz oft probieren, aber das wird nicht funktionieren. So, jetzt, da kenne ich nichts. Ich vermute nämlich, ich muss da rein. Ich werde jetzt ganz schnell was gucken. Mal schauen, ob ich das finde überhaupt. Irgendwo ist das, aber wo? Boah, du. Nobody knows. Ich auch nicht genau weiß, wo das hier steht. Aber wir müssen, ich muss mir diesen Code am besten jetzt mal irgendwie raussuchen. Das Problem ist nämlich, ich schaffe es nicht zu hacken, die Scheiße. Kacke, ich bin vorbei, ne? Wo ist das? Wo ist das? Alter? Shit, 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 shit. Okay, das ist das. So, hier. Okay, probieren wir es. Nirvana war richtig. Schreckner-Tab aktiviert, mach besser deinen Job und hau da ab. Okay, tschüss. Das musste ich jetzt leider machen, weil sonst, ich weiß nicht, ob hier irgendwo das Passwort gewesen wäre, aber ich war ja eigentlich auch überall drin, ne? And we have to go now. Oh, ich habe die Tür wieder zugemacht. Ungern, aber was willst du machen, ne? Ich habe das nicht alles im Kopf. Die ganze Kacke. Ja, würde ich sagen, haben wir das auch geschafft. Geilo. Cool. So, jetzt muss ich zu Johnny. Johnny Boy, John Boy. Weiß ich gar nicht, ob sich das jetzt lohnt. Wir können ja nochmal bei ihr vorbeigucken. Ob die irgendwas Neues zu sagen hat. Wir können natürlich auch nochmal schauen, ob wir da... wir haben jetzt 9 Erfahrungspunkte. Das ist jetzt natürlich die Frage, worin macht man das zum Beispiel? Geistesschärfe wäre natürlich cool, oder ich spare ein bisschen und mache noch verdunkeln. Weil... ich müsste ja eigentlich auf die letzte Stufe kommen, weil die ist halt einfach übertrieben gut, ne? Ich könnte auch Auspacks ein bisschen verbessern oder ich könnte versuchen, das hier zu verbessern. Das finde ich scheiße. Ah ne, das finde ich gut.
Massenwahn finde ich nicht so gut. Jeder in ihrer Nähe erleidet milde Halluzinationen und einen Abzug von 2 auf Schusswaffen, Nahkampf, Handgemenge, Verteidigung und Verteidigen gegen Trinken. Irrsinn ist eigentlich... Nee, Tollheit ist ganz witzig, weil dann kann ich nicht beeinflussen, was die bekommen. Aber damit fahre ich eigentlich ganz gut. Jetzt ist halt das Ding, wir können noch Sachen machen. Machen wir Manipulation, bringt mir eigentlich nicht so viel. Wenn, dann Erscheinung fürs Verführen. Da mache ich jetzt noch einen Punkt drauf, dann habe ich noch einen übrig. Und da muss man mal gucken. Was ist das hier? Ich habe den Müll weggeräumt. Also wir reden nochmal mit ihr, mal gucken, was sie jetzt sagt. Welcome back, Kindred. Hallo. Do you seek guidance? Führen Sie auch Wong Ho? Wong Ho, yes. I know him well. Darf ich Ihre Grauenzellen durchführen? Can I help you with? Lösen Sie dieses Rätsel der Quajin für mich. Nee, habe ich da schon gefragt. Gut, die hat also auch nichts Neues zu erzählen. Das heißt, wir müssen jetzt ins Glaze. Und ich glaube, dass so viel kommt gar nicht mehr. Also es kommt noch ein bisschen was natürlich, aber wir bewegen uns auf die Zielgerade zu. Es gibt noch ein paar Nebenmissionen, aber ganz ehrlich, für die Erfahrungspunkte wäre es natürlich wichtig, die zu machen, aber ich habe keine Lust, die zu machen. Deswegen mache ich die auch nicht. Können wir hier in das Restaurant rein? Nee. Es gibt ein Restaurant, wo man nicht rein kann. Die machen nicht viel Geld, glaube ich. Na gut, wir müssen das Glaze erstmal wieder finden. Okay. Ich glaube, das war hier, da, dort. Niemand weiß es so genau. Nee. Na gut. Ach, da war das Glaze, genau. Da würde ich sagen, an dieser Stelle beende ich dann die Folge. Und in der nächsten geht es weiter. Wir müssen ins Glaze und mit Johnny sprechen. Bin ich gespannt, was da passiert. Bis dahin, haut rein.